Hallo meine Lieben, wir haben Mittwoch, den weiß ich nicht wievielten, irgendwann Mitte November und ich mache mich gleich auf den Weg zum Büro, arbeite heute von dort aus und werde im Nachgang zu Ortloff gehen, weil ich da noch einen 80-Euro-Gutschein habe und mir gedacht habe, ich nehme euch einfach mit, damit ihr seht, ja, für was ich mich entscheide. Ich habe vor, mir Tinten genauer anzuschauen, Washi-Tape, Briefpapier, vielleicht auch ein bisschen Stempel, mal schauen, da muss ich noch überlegen. Ich lasse mich einfach vor Ort inspirieren. Vielleicht wird es ja auch was ganz anderes. Und ja, Murphy guckt mich gerade schon erwartungsvoll an, weil er einfach spürt und weiß, dass es gleich losgeht und dass er in die Hundetagesstätte kommt. Ich bin auf jeden Fall sehr müde, aber ist wie es ist. Ich habe heute wieder mein Kleid an, das lange, und habe dieses Mal einen Gürtel dazu kombiniert. Das ist eben so ein Western-Gürtel, den habe ich mal in Holland gefunden für 5 Euro oder so. Und das mag ich eigentlich ganz gern, weil es dem Ganzen noch ein bisschen mehr Form gibt und dann nicht so runterhängt. Und dazu werde ich meinen Mantel tragen und Westernstiefel. Und dann geht's los. Ich musste dann natürlich erstmal arbeiten, habe mir zur Mittagspause einen Salat bei Supersalad geholt. Das ist richtig zur Routine geworden, wenn ich mal im Büro bin. Der Tag war relativ stressig, aber umso mehr habe ich mich dann auch wirklich auf den Ortloff gefreut. Ich musste dann noch ein Stückchen zur Bahn gehen und ja. 18. Das Wetter war in Köln wirklich traumhaft an dem Tag. Also strahlend blauer Himmel, Sonnenschein. Da war ich auch wirklich froh drum, weil es ist auch nicht gerade schön, natürlich im Regen durch die Stadt zu laufen. Und es war sogar schon alles aufgebaut für die Weihnachtsmärkte. Mal sehen, auf wie viele ich es dieses Jahr schaffen werde. Aber ein bisschen möchte ich die Zeit dort natürlich auch genießen, auch wenn es in Köln immer relativ voll ist. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu Ortloff und werde euch da auch so ein bisschen was abfilmen, was es dort alles so gibt. Weil ich weiß, dass viele den Laden kennen, aber eben noch nie dort gewesen sind. Und deswegen ist es bestimmt toll, euch da mal so einen kleinen Einblick zu geben. Und ja, ich werde hier komisch angeguckt, weil ich mitten in der Stadt stehe und in mein Handy spreche. Deswegen gehe ich jetzt. Es ist mir bis heute unangenehm. Hier könnt ihr den Ortloff schon sehen. Das ist ein wirklich großer Laden. Er streckt sich auf 2 Stockwerke. Aber dementsprechend groß ist dann eben auch die Auswahl. Und es war alles schon weihnachtlich dekoriert. Richtig hübsch, wie ich finde. Das hat sich dann auch innen nochmal gezeigt. Also es war jetzt nicht nur hier am Schaufenster. Wenn man reinkommt, befinden sich auf der rechten Seite unzählige Karten. Also das ist wirklich ein Paradies dafür. Aber auch Geschenkverpackungen. Das ist jetzt gerade für Weihnachten natürlich super interessant. Ich habe noch ganz viel Geschenkpapier zu Hause, also ich brauchte sowas nicht. Aber wenn man sich da austoben möchte, ist das definitiv der richtige Ort. Wenn man bis ganz nach hinten durchgeht, befinden sich dort schon die Füller. Und zwar wirklich tolle Marken, wie beispielsweise Parker. Die Auswahl ist ja auch riesig. Aber hier wird zum Beispiel auch Waterman angeboten oder Caveco. Genau, hier sind ganz tolle Holzfüller von Faber-Castell, finde ich richtig schön. Also die haben mich direkt angesprochen. Und dann haben sie natürlich auch Füller in der hochpreisigen Liga, beispielsweise von Montblanc. Da gab es dann auch einige Sondereditionen, die mir wirklich gut gefallen haben. Aber ja, das liegt momentan definitiv nicht in meinem Budget, aber gucken kann man ja mal, ne? Hier ist dann auch noch eine Sonderedition von Pelikan. Und das Tolle an Ortloff ist, dass sie da auch einen kleinen Bereich haben, in welchem man die Füller ausprobieren kann. Also falls ihr euch nicht sicher seid und gerade bei teureren Füllern ist das ja häufiger mal der Fall, dann ja, könnt ihr sie dort testen und euch ein genaueres Bild davon machen. Hier sind wir dann bei den Tinten und auch hier ist die Auswahl wirklich groß. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was es dort alles gibt. Also Pilot, Mont Blanc, Caveco. Es gibt hier sogar einen Ordner mit Proben aller Tinten, die sie im Angebot haben. Und das finde ich wirklich toll, weil man da einmal das Schriftbild sieht. Das ist ja nochmal ein ganz anderes als ja, die Farbe, die auf der Verpackung zu sehen ist. Finde ich extrem hilfreich und daran orientiere ich mich immer. Neben der Treppe gab es dann noch einige Bücher zu verschiedenen Ländern.
Und auch hier war alles weihnachtlich dekoriert und man findet an der ein oder anderen Stelle auch ein paar kölsche Einflüsse, was ich ganz schön finde, wie jetzt zum Beispiel hier dieses Schild. Und ja, auf den schwarzen Schildern kann man dann auch noch sehen, was sich in welchem Bereich befindet. Nun geht es für mich eben nach unten und dort findet man eine große Auswahl an Stiften. Also gerade Leute, die auch sehr gerne zeichnen, ich glaube, für die ist das der Himmel auf Erden hier. Aber ich muss sagen, dass ich da auch schon einiges gekauft habe. Da hatte ich jetzt nicht wirklich Bedarf dieses Mal, muss ich sagen. Aber ich weiß, dass ich immer zum Ortloff gehen kann, wenn ich da mal was brauche. Hier haben wir dann auch noch andere Accessoires, wie zum Beispiel Kleber, Tesa und so weiter und so fort. Und in dem Bereich befinden sich dann unterschiedliche Aufbewahrungsmöglichkeiten, also Ordner, Mappen, alles, was das Herz begehrt. Das sind dann noch ein paar Kleinigkeiten für die Aufbewahrung und dann sind wir schon bei den Planner-Systemen. Hier sind ganz viele Filofax-Varianten, die Farben sind auch richtig toll. Und auf der gegenüberliegenden Seite findet man dann die Inserts. Ich muss sagen, dass ich mit diesem System nie wirklich was anfangen konnte. Spricht mich überhaupt nicht an, finde ich auch nicht hübsch. Da sind dann ein paar No-Name-Produkte. Das zum Beispiel, also das kannte ich jetzt alles auch gar nicht, aber kann man sich natürlich auch mal umschauen. Und hier hat man dann die ganzen Leuchtturmvarianten. Und schaut euch mal diese farbliche Anordnung an. Ich finde das wunderschön, ein richtiger Regenbogen irgendwie. Gefällt mir sehr gut. Wobei ich auch da sagen muss, ich war immer mehr Fan von Moleskine und nicht von Leuchtturm. Aber das ist, glaube ich, Geschmackssache. Das zum Beispiel hat mich sehr angesprochen. Fand ich interessant. Genau. Und dann sind wir hier auch schon bei den Stempeln. Da war ich ganz überrascht, wie teuer Stempel sein können. Ich hatte gar keine Ahnung. Aber wie toll sind die bitte? Ich finde jeden einzelnen wunderschön und bin auch dort fündig geworden. Schon mal so als kleinen Spoiler. Da war ich dann noch beim Briefpapier. Hier gab es natürlich auch ganz viele weihnachtliche Motive. Oder auch ganz viel italienisches Briefpapier, was ich immer besonders hübsch finde. Da hatte ich auch mal eins von Dussmann mitgenommen. Und dann gab es aber auch noch ganz schlichtes Briefpapier, also in weiß, in beige gehalten, aus Sator oder Leinen, wie auch immer. Und das fand ich auch besonders hübsch, muss ich sagen. Da kann man natürlich dann auch selbst noch ein bisschen besser gestalten, wenn man möchte. Und das war's auch schon. Ich bin dann mit meiner Ausbeute wieder zurückgefahren und war sehr froh, dort ein bisschen Zeit verbringen zu können und tolle Sachen gefunden zu haben, die ich euch dann jetzt bald zeige. So, ich bin jetzt wieder hier am Auto angekommen und habe mir gedacht, ich quatsche jetzt noch mal kurz mit euch. Weil als ich im Ortloff war, ich habe da jetzt auch ganz, ganz lange Zeit verbracht und habe wirklich tolle Sachen gefunden für diese 80 Euro. Also ich glaube, ich habe 5 Euro noch drauf bezahlt oder so. Und da war auch ein Junge in der Schreibwarenabteilung, der seinen allerersten Füller ausgesucht hat. Und wenn ich das so sehe, ich kann mal wieder mein Auto putzen, ist total staubig. Okay, aber das nur am Rande. Naja, auf jeden Fall saß er dann da und hat Lamy-Füller probiert und Pelikan-Füller und so weiter. Seine Eltern sind auch mitgekommen. Und ich habe das halt so ein bisschen mitgehört, beobachtet. Ich stand jetzt nicht daneben, aber ich bin halt die ganze Zeit so hin und her gegangen, habe mir selber Sachen angeschaut und da habe ich halt dann einige Fetzen mitbekommen. Und ich habe mich da so an meine Kindheit zurückerinnert, als ich meinen ersten Füller ausgesucht habe. Das war ein Pelikanfüller, so ein blauer mit einer silbernen Kappe. Und ich konnte mit dem Lamy ja auch nicht schreiben und bei ihm war es exakt gleich. Also es war wirklich so, dass er auch einen Lamy und einen Pelikan ausprobiert hat und mit dem Lamy konnte er auch gar nicht schreiben. Und er hat dann am Schluss den Pelikan genommen. Und als er aus diesem Laden gegangen ist, war er so stolz, hat sich richtig gefreut. Und seine Mutter meinte dann auch, dass er jetzt mit seinem besten Freund um die Wette schreiben kann, weil der hat wohl schon einen. Und ja, dann habe ich mir gedacht, es ist schön, dass Kinder sich heutzutage auch noch so darüber freuen, weil ich meine, die werden ja auch mit diesen ganzen Geräten groß, ne? Also da ist es dann naheliegender, dass man irgendwas ja auf einem Tablet rumtippt oder auf einem Handy, als dass man einen Stift in die Hand nimmt. Ich finde das schon cool. Also ich habe mich richtig gefreut, das heute zu sehen. Wie gesagt, es war auch so ein bisschen
nostalgisch, möchte ich fast sagen. Und ja, diese Geschichte wollte ich nur mal eben kurz mit euch teilen, bevor ich das vergesse, wenn ich dann abdrehe, was ich da alles gekauft habe. Das werde ich wahrscheinlich morgen machen, heute nicht mehr. Es wird sowieso gleich dunkel. Und selbst wenn ich Studioleuchten habe, filme ich mit denen sehr ungern. Weil ich finde, es gibt einfach nichts Besseres als natürliches Licht. Also ich weiß nicht, ich glaube, manche mögen diese Studioleuchten ganz gerne, weil die halt diesen schönen Ring um die Augen machen. Ich finde das irgendwie immer scheiße, ich weiß auch nicht. Es ist nicht so mein Ding und deswegen, ja, warte ich dann bis morgen. Ich habe heute eh noch ein bisschen was vor und dann bietet sich das ganz gut an. Genau, jetzt hole ich den kleinen Stinker ab, dann geht's nach Hause. Ich muss auch noch kochen. Genau. Da ist aber jemand müde. So, meine Lieben, ich habe euch ja noch versprochen, dass ich euch zeige, was ich beim Ortlauf alles mitgenommen habe. Und ich habe für 80 Euro wirklich einiges gefunden. Ich habe das ja, glaube ich, schon im Auto erwähnt, dass ich nur 5 Euro oder so drauf bezahlt habe. Der Rest wurde wirklich komplett durch den Gutschein abgedeckt. Finde ich richtig toll, weil ich genau das so bekommen habe, was ich mir vorgestellt habe. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt, weil es sind eigentlich so, ja, eins, zwei... Ja, es sind verschiedene Bereiche auf jeden Fall, so könnte man das sagen. Ich muss aber sagen, dass ich auch zu allem was gefunden habe, was ich mir so vorgestellt habe. Und ja, ich starte mal mit dem langweiligsten vielleicht, weil ich das gar nicht so langweilig finde. Ich brauchte auf jeden Fall Druckerpapier und ich nutze ja auch mein Druckerpapier für die Schreibmaschinen. Und da habe ich mir gedacht, ja, wenn ich jetzt eh einen Gutschein habe, warum kaufe ich dann nicht einfach mal Gutes? Ja, also richtig Gutes. Normalerweise kaufe ich immer so ein Billigzeug. Ich meine, das tut es auch, aber ich habe mir dieses Mal das hier geholt und bin sehr gespannt, ja, wie ich es finden werde. Wie gesagt, das werde ich auch für meine Schreibmaschine nutzen und ich werde es auch für die Gestaltung der Planner für 2024 verwenden. Ich könnte mir vorstellen, dass das Druckbild da eben auch nochmal ein anderes ist, aber das werde ich dann im Vergleich auf jeden Fall sehen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über dieses Papier. Das ist halt auch was teurer gewesen. Ich glaube so 12 Euro oder so. Normalerweise zahle ich vielleicht die Hälfte. Und ja, würde ich sonst wahrscheinlich eher nicht ausgeben. Außer ich merke jetzt, dass es wirklich so einen Unterschied macht, dass ich in Zukunft nur noch darauf zurückgreife. Mal sehen. Und dann habe ich mir auch noch Washi-Tapes geholt. Und da war mein Ziel auch, dass sie mehr zu diesem Stil passen, den ich jetzt bald anstreben werde. Also für 2024. Und da habe ich zum einen das hier gefunden. Das habe ich ja auch schon in dem Braun oder in diesem Beige und das ist jetzt in dem Grau und Weiß. Und dann auch noch das hier, das ist halt auch relativ schlicht, schwarz-weiß gestreift, geht aber immer und das mag ich am liebsten. Da merke ich dann auch immer, dass ich das am häufigsten einsetze, also wenn es eben relativ neutral gehalten ist, sage ich mal, und nicht zu bunt. Das hat jetzt jeweils 3,80 Euro gekostet. Genau, das sage ich jetzt immer mal dazu. Und die Marke ist MT Deco, würde ich sagen. Genau, also Masking Tape steht hinten drauf. Und das nutze ich ja auch immer sehr, sehr gerne für meinen Mood Tracker bei meinem Hobonichi Weeks. Und dann wollte ich ja auch noch bei den Stempeln genauer schauen. Da habe ich zum einen ein Stempelkissen geholt, auch in einer Farbe, die ich dann ganz gut verwenden kann in Zukunft. Und zwar glaube ich, ich hoffe es, ich mache es gleich auf, dass es sich hierbei um ein Grau handelt. Also es heißt Morning Mist und das ist jetzt hier eben auch so in Grau gehalten, weswegen ich davon ausgehen würde, dass es diese Farbe auch genau wiedergibt. Ich mache es jetzt aber eben mal auf, weil ich das sowieso gleich verwenden werde, damit ich euch auch zeigen kann, wie das Ganze dann aussieht. So, Moment, jetzt muss ich nur hoffen, dass ich das jetzt so aufbekomme. Ja. Schön Folie essen. Huch, jetzt habe ich es aber. Dann schauen wir uns das mal genauer an. Ich werde dann natürlich auch den Stempel ausprobieren, den ich euch gleich zeige. Und ja, das sieht mir sehr wohl nach einem Grau aus. Also jetzt gerade sieht es einfach nur schwarz aus, aber hier an der Seite kann man das so ein bisschen erkennen. Gucken wir uns gleich auf dem Papier genauer an, würde ich sagen. Auf jeden Fall macht das einen wertigen Eindruck. Bin ich schon mal recht begeistert von. Ja, genau. Und wie viel hat das gekostet? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Stand das hier drauf? Ich glaube so um die 7 oder 8 Euro. Und die Marke ist VersaFine Clear. Steht auch noch drauf, dass es gut Details rausbringt wohl. Also mal sehen.
Und den Stempel, den ich mir geholt habe, das ist auch sehr, sehr, sehr passend, sind diese Federn hier. Und das kann ich mir eben richtig gut auf Briefpapier vorstellen. Das werde ich dann benutzen dafür, so als Deko. Und ja, ich habe dann auch noch Pflanzen. Kann ich später die Stempel dann auch noch einmal rausholen, weil ich werde heute auf jeden Fall auch noch einen Brief schreiben. Da bietet sich das gut an. Und der hat 13 Euro gekostet. Ich bin immer total verwirrt, wie teuer Stempel sind, Leute. Ich weiß nicht, also ich bin da nicht so in diesem Game drin. Da denke ich mir immer, okay. Und das ist wohl von Hein Design. Da steht Judy Kins oder irgendwie so. Und ist wohl eine Marke aus Deutschland. Ja, werde ich gleich, wie gesagt, einmal austesten, zusammen mit dem Stempelkissen. Und dann habe ich Briefpapier geholt. Da war ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher, weil die hatten super schönes Briefpapier, also mit Motiven. Da war zum Beispiel eines mit einer Rose, fand ich super schön. Und dann hatten die auch die Marke, für die ich mich auch schon in Berlin entschieden habe, als ich im Dussmann war. Da hatte ich ja auch so eine Box mitgenommen. Das Set bestand, glaube ich, aus 10 Kuverts und 10-mal Briefpapier eben. Das fand ich auch super schön. Allerdings ist das halt auch echt teuer, außer man nimmt kleinere Maße, aber da kann ich dann kaum was schreiben. Deswegen habe ich mich letztendlich für rein weißes Papier entschieden, das aber schon eine andere Qualität hat. Und zwar ist das jetzt hier Edelsator-Papier von Rössler. Das ist einmal das hier. Und hinten steht eben drauf, satiniertes Papier für ein besonders eindrucksvolles Schriftergebnis, ob handschriftlich oder mit dem Drucker. Dann habe ich mir gedacht, okay, mal hoffen, dass es sich mit Füller gut verhält. Muss ich dann mal schauen. Und das hat 8 Euro gekostet. Genau, und das sind jetzt 40 Blätter drin. Ja, genau. Das gab es auch noch in so einem Beige-Ton oder Cremeton. Dann habe ich mir aber auch gedacht, da kommen dann die Tinten wieder anders raus. Ich nutze jetzt erstmal reines Weiß. Und dazu habe ich dann auch die passenden Kuverts geholt. Ist jetzt auch relativ unspektakulär, schlicht weiß. Und das sind jetzt 20 Briefumschläge. Hätte ich eigentlich auch die doppelte Menge mitnehmen können, aber gut, ich kann es ja immer noch nachkaufen. Und dieses Paket hat 7 Euro gekostet. Genau. Ja. Und da werde ich gleich mal das erste Papier mit einem Stempel versehen. Den packe ich dann einfach mal oben relativ mittig hin. Und dann mal schauen, wie das aussieht. Das werde ich dann beschreiben. Oder ich glaube, ich mache es eher oben rechts hin. Das ist vielleicht besser. Genau. Und das letzte, was ich dann geholt habe, das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit mein Highlight. Das hatte ich nämlich auch geplant. Sind Tinten. Ich wollte lilane Tinte. Warum lila, sage ich gleich. Ich bin auf jeden Fall fündig geworden. Und zwar zum einen in Form dieser Patronen von Caveco Summer Purple. Das ist das hier. Ich werde euch das jetzt auch nicht swatchen können, weil ich gerade in meinen Füllern, die mit Patronen betrieben werden, welche eingesetzt habe. Da möchte ich jetzt dann nicht die einsetzen, das wäre Quatsch. Werde ich euch also zu anderer Zeit einfach mal zeigen. Aber ich glaube, das ist eine wunderschöne Farbe und freue mich da schon sehr drauf. Eignet sich halt auch immer super für unterwegs. Und dann, und das ist wirklich ein Traum, da habe ich die letzte ergattert, die es momentan beim Ortloff gab. Von Pilot. Ich liebe die Tinten ja sowieso. Habe ich ja auch schon mal in einem anderen Video erzählt. Da habe ich, glaube ich, einen Haul gemacht zu Papier und Stift. Und zwar von Iroshizuku die Farbe Murasaki Shikibu. Ja, also ist es sicher falsch ausgesprochen, ne? Aber das ist dieser Ton hier. Und diese Farbe habe ich gerade schon in meinen Pelikan 605 eingefüllt. Das hat sich gut angeboten. Da war jetzt nämlich zuletzt Karisame, heißt so die Farbe, drin. Also dieses Grau von Pilot. Liebe ich ja auch sehr, soll da auch langfristig drin bleiben. Aber ich möchte ja jetzt dieses Lila auf jeden Fall austesten und da heute auch meinen Journaling-Eintrag damit machen. Langfristig gesehen soll das aber in einen anderen Füller. Und das ist der Grund, warum ich mich für lila Tinte entschieden habe. Ich habe das nämlich, glaube ich, hier auf YouTube gar nicht kommuniziert. Ich bin mir nicht sicher, auf Instagram auf jeden Fall. Es steht ein bestimmter Füller auf meiner Wunschliste. Und zwar von Visconti, der Rembrandt S in dem Lavendelton. Dieses Lila hat es mir einfach so angetan. Es ist so hübsch. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mein großes Projekt beendet habe, was wahrscheinlich
irgendwann Anfang nächstes Jahr sein wird. Ich arbeite da ja auch schon ein paar Monate dran. Dann werde ich mir diesen Füller gönnen. Und dadurch, dass er eben lila ist, dieses Lila hat auch eine bestimmte Bedeutung, was eigentlich ganz witzig ist, weil ich hatte die Idee für diesen Füller schon vorher. Und dann habe ich im Nachgang so drüber nachgedacht, okay, das könnte eigentlich sehr gut zu diesem Projekt passen, weil auch die Farbe sehr relevant ist. Ich gebe euch immer so kleine Hinweise, die für euch gar keinen Sinn ergeben. Ihr wisst vielleicht da bei diesem Planner-Setup-Video für November und Dezember 2023 habe ich zum Beispiel einmal von Vincent van Gogh gesprochen und da auch schon gesagt, da gibt es so eine leichte Verbindung, aber wirklich eine minimale Verbindung zu meinem derzeitigen Projekt. Und dieser Füller ist da auch so eine Schnittstelle. Ja, ich kippe immer wieder Infos ein und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen. Da werde ich es euch hoffentlich mitteilen können, um was es sich handelt. Wir werden sehen. Wie dem auch sei. Ich habe mir gedacht, das habe ich nämlich extra hergerichtet, dass ich euch die Tinte jetzt auch einmal zeige. Und zwar habe ich ja hier diese Kärtchen für Tintenswatches. Und da werde ich jetzt Murasaki Shikibu swatchen. Ich brauche jetzt gleich noch ein Wattestäbchen. Da muss ich dann noch einmal aufstehen und hier auf Pause drücken. Und ich werde dann auch den Stempel auf ein Papier hier packen, um euch auch das zu zeigen. Da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt. Also irgendwer von euch da draußen, ich habe hier nämlich einen Stapel an Briefen, den ich noch nicht beantwortet habe. Shame on me. Das liegt aber daran, dass momentan wirklich eine stressige Phase ist, auf der Arbeit, aber auch privat. Ihr müsst mir also vielleicht manchmal ein bisschen Zeit geben, bis ich antworte. Aber ich glaube, das ist auch okay, weil es hat ja wahrscheinlich auch niemand Bock, dass er wöchentlich einen Brief bekommt und sich dann vielleicht noch genötigt fühlt, genauso schnell zu antworten. Das heißt, wir müssen es jetzt so interpretieren, dass ich versuche, den Druck ein bisschen rauszunehmen. Nee, es liegt echt an dem Zeitfaktor gerade. Ja, also ich melde mich gleich nochmal und zeige euch, wie es aussieht. Schaut mal, Leute, wie wunderschön dieser Stempel ist. Und dann in Verbindung mit dem Stempelkissen sieht das fast so aus wie eine Bleistiftzeichnung. Das kommt vielleicht jetzt gerade nicht so gut rüber, könnte ich mir vorstellen, aber ich liebe es. Es ist richtig, richtig toll. Ich bin total begeistert von dem Stempel. Und was übrigens auch toll ist, bei dem Briefpapier ist das auch dabei. Das heißt, das kann man dann hinter jedes einzelne Papier legen. Das ist also eine Art Block, ne? Und das scheint dann richtig gut durch, sodass man schön gerade schreiben kann. Jetzt muss ich nur auch hier überlegen, ob ich da mit der Schreibmaschine drauf schreibe oder mit einem Füller. Ich glaube, ich wechsle einfach ein bisschen ab. Leute, ich bin so, so, so begeistert von dieser Tinte. Sie ist ein Traum. Sie ist einfach ein Traum. Guckt euch das an, dieses wunderschöne Lila. Das könnte sich wirklich zu einer meiner Lieblingstinten entpuppen. Und ich bin normalerweise ja immer so ein total schlichter Typ. Also graue Tinten, bestimmte Blautöne ist aber eher selten. Schwarz finde ich toll, grün, braun vor allem. Das sind meine Töne, ihr wisst es. Farben eher nicht so, aber das ist ein Traum und ich kann es mir so gut für diesen Füller vorstellen, also für den Rembrandt S in dem Lavendelton. Wirklich, das wird traumhaft. Ich hoffe, der Füller ist dann auch so gut, wie ich ihn mir vorstelle, weil ich kann es jetzt schon kaum erwarten. Ich werde den online bestellen, da hat man ja dann immer so ein Stück weit die Gefahr, dass die Feder dann auch so gut ist. Ja, wie jetzt zum Beispiel bei meinem Homo Sapiens Dark Age, weil da war ich ja wirklich im Laden in Florenz und konnte es austesten. Das geht so jetzt natürlich nicht. Und eigentlich würde ich es bei Visconti immer bevorzugen, einen Füller dort im Laden zu kaufen, weil diese ganze Erfahrung so besonders ist. Ich habe dazu ja auch ein ausführliches Video gedreht. Ein paar von euch haben das ja auch gesehen.
Es ist traumhaft gewesen und ich denke noch so gerne dran zurück. Und ich habe auch immer noch mit der Verkäuferin Kontakt. Wir folgen uns bei Instagram und haben uns auch schon gegenseitig Briefe geschrieben. Wir haben beide mit unseren Visconti-Füllern geschrieben und lustigerweise haben wir uns beide in den gleichen Füller verliebt. Also wir haben auch einen sehr ähnlichen Geschmack. Sie hat, glaube ich, auch noch so einen anderen grünen oder ist der so grün-bräunlich, weiß ich nicht genau. Der hat mir auch so gut gefallen und sie nutzt auch wirklich dieselbe Tinte wie ich. Also ja. Wie gesagt, wir haben dann einen sehr ähnlichen Geschmack und ich habe es dort geliebt. Schaut es euch noch mal an, schaut es euch noch mal an. Also, und wie von Pilot bzw. diesen Iroshizuku-Tinten gewohnt, ist es auch hier wieder so, toller Tintenfluss. Das ist jetzt auch nicht zu nass, aber halt eben auf gar keinen Fall zu trocken. Das liebe ich. Ein Traum. Also da werde ich heute definitiv einen Journaling-Eintrag damit machen. 100%. Und mit dem Stempel bin ich auch mehr als zufrieden. Also ich würde sagen, generell war der Einkauf ein voller Erfolg. Ich freue mich sehr drüber. Und ja, es sind halt alles Produkte, die nicht so günstig sind. Achso, ich habe die Tinten auch noch gar nicht erwähnt, wie teuer jetzt die waren. Also das war, glaube ich, irgendwie nur 1,50 oder so. Aber die Tinten hier sind halt natürlich schon was teurer. Das Fass hat jetzt 30 Euro gekostet. Aber ich finde, da ist halt auch viel drin, ne? Also 50 Milliliter. Bei anderen Tinten ist es teilweise noch utopischer vom Preis. Ich hatte auch so eine von Montblanc im Kopf, dieses Burgundy Red. Und die hatten dann auch ein Lila, ich glaube dieses, wie hieß das, Amethyst Purple oder irgendwie sowas. Aber letztendlich hat mir das dann noch ein bisschen besser gefallen. Und wenn wir jetzt schon bei Tinten sind, das muss ich jetzt mit einfließen lassen, bevor ich das vergesse zu erwähnen, dass euch nicht dasselbe passiert. Wisst ihr eigentlich, wie viel es wert ist, wenn so ein Tintenfass gut schließt? 1A schließt, ja, wie das zum Beispiel. Bei den Ferris Wheel Press Tinten ist das nicht der Fall. Und ich hatte eine wahnsinnige Sauerei. Ich habe euch ja vor kurzem, das ist noch gar nicht so lange her, diese Tinte vorgestellt. Autumn in irgendwas, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ist auch egal. Also es ist ja so ein schöner Gold-Orangeton, also ein Herbstton eigentlich. Und dieses Fass ist mir umgefallen. Und ich kann euch versichern, der Deckel war zu, ne? Also dieser Schraubdeckel. Aber das ist nicht dicht. Ich glaube aber, die haben auch verschiedene Tintenfässer, ne? Also ich glaube, ich habe das kleinere und ich kann jetzt nur von dem sprechen. Vielleicht ist das bei dem größeren anders. Zumindest meine ich hätte die größeren auch schon gesehen. Spielt auf jeden Fall keine Rolle. Ich kann nur davor warnen. Genau. Aber die Pilottinten sind mir auch schon mal umgekippt und da gab es halt keine Sauerei. Das ist wirklich dicht. Und ich finde gerade bei Tinten sollte das bitte auch der Fall sein. Ja. Aber gut, ich weiß jetzt Bescheid und es passiert mir nicht nochmal. Hat mich aber tatsächlich so geärgert, dass ich jetzt dazu neige, keine Tinten dieser Marke mehr zu kaufen. Also von Ferris Wheel Press. Das war nicht cool. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Produkten so haltet und wie euch der Ortloff gefallen hat. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass es sich lohnt, dort vorbeizuschauen, wenn ihr mal in Köln seid. Ich bin da immer super gerne. Es ist auch immer zu den Jahreszeiten passend dekoriert. Und die Auswahl an Füllern ist auch toll. Also da lohnt es sich auch mal vorbeizuschauen und das vielleicht mal zu testen, wenn man auf der Suche nach einem Füller ist. Ja, richtig schön. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss.